Mein Jedenfalls, Gott. das System ist halt so, dass sozusagen überdurchschnittliche Spieler zumindest sich das angucken und entscheiden, ob das ein Hacker war oder nicht. Ah. Und normalerweise müsste es dann so sein, wenn die dich nicht als Hacker brandmarken, das Beurteilungssystem, dass du dann auch deinen Trust Factor nicht verlierst. Sollte zumindest so der Fall sein. Außerdem hast du ja eh noch Prime Matchmaking wahrscheinlich, wenn du das Spiel schon eine Weile spielst. So, ich wollte euch aber jetzt nicht die ganzen Gequatsche. 22 Uhr ist heute noch irgendwas. Geisternacht ist heute. Heute? Ah, interessant. Habe ich gerade im Nee, Briefekasten. die ist im nächsten Tag. Heute ist der 26., am 27. ist die Geisternacht. Kannst du im Okay, Kalender dann. gucken. Dann nächsten Stream. Genau. Haben wir doch was, worauf wir uns freuen können. Klang so ironisch. War eigentlich nicht so gemeint. Klang trotzdem ironisch. Also War aber von nicht mir so vielleicht durch das gemeint. Schnauben, aber. Hallo Ben, schon ein Frosch in der Luft gespürt. Achso, das ist die Geisternacht-Einladung. Alles klar. Felix liest halt nicht richtig, dass es morgen ist. Ich habe das gelesen, komm um 22 Uhr vorbei. Das war für mich. Ey, cool, der Schweinezirkus ist da. Ja, manchmal ist der Freitags da neuerdings. Ich hatte da Mittwoch und Sonntag da oder sowas. Ich habe beim Zauberer 5 Herzen. Ja, da hast du ihn wohl doch nicht vergessen. Zum Geburtstag oder so zumindest nicht. Aber Keine es Ahnung, was gibt ich da eh gemacht nichts Tolles, also von daher. habe. Aber wir können doch trotzdem mit ihm befreundet sein. Was gibt man Also, ihm denn, damit er sich freut, außer ja, normales Essen? violetter Pilz, Solaressenz, Schattenessenz oder eine Superseegurke. Auch Schattenessenzen haben wir doch tonnenweise, dann beschenken wir ihm die. Aber Hat er verbraten Geburtstag ihr alles? oder Das was? brauchen wir nämlich, glaube ich, für die Bomben, oder? Also Ich kann keine eine richtig Bomben schöne Bombe. herstellen. Du kannst Hat keine er heute Bomben herstellen. Geburtstag oder was? Also wir Nö. brauchen für. Warte mal, wir brauchen für eine Megabombe zum Beispiel 4 Golderz, eine Solaressenz und eine Schattenessenz. Also. Aber wir haben doch irgendwie 190 Schattenessenzen. Geh in mein, ja, kannst du auch, oder geh einfach mal in mein, na, sag schon, in mein Haus und in der Kiste müssten violette Pilze drin sein. Aber die willst du ja eigentlich benutzen für die Dingens. Wäre doof, wenn ich die jetzt verbrate. Die wollten wir selber benutzen zum Futtern. Ja, zum Essen, ja. Ja, dann nimm halt, Prime ist shit. Gibt dann deswegen verbraucht halt produktuell sehr viel Müll. Solaressenz und Schattenessenz möglich gleichzeitig. Also, hier, na, dass es sich die Waage hält. Ja. Wenn es eh egal ist, was von den beiden ich ihm gebe, klar. Moment, jetzt. Es gibt wegen Prime, wegen Free-to-Play eigentlich viele, die eigentlich nicht cheaten würden, die aber Midgame anmachen, weil sie sowieso einen neuen Account auf Level 21 somit auf Prime hochspielen könnten. Okay. Ja, ich weiß auch, dass die früher war, also Counter-Strike hatte mal, wo es noch kostenpflichtig war, war Prime an eine Handynummer gekoppelt. Sprich, du musstest eine Handynummer hinterlegen, damit du das sozusagen Premium-Matchmaking gekriegt hast, mit nur Leuten, die auch Premium-Matchmaking haben. Das hat auch die Smurf-Accounts ein bisschen eingedämmt, fand ich eigentlich ziemlich nice. Weiß nicht, warum jetzt auf die Idee gekommen sind, jeder, der für das Spiel Geld bezahlt hat, kriegt automatisch Prime. Ist ein bisschen dumm. Weil Counter-Strike kostet ja nichts oder hat lange davor nichts gekostet. Am Holst du jetzt Überlegen, ob ich alles mir ab, Gift Lumi? reinhole. Ja. Aber Sind lass doch ein kurz vor bisschen dem stehen, damit die wieder Frühjahr. neu wachsen. Ach, die wachsen doch nach dem Frühjahr sowieso wieder neu. Meine ich. Ach so, im Winter stimmt. Nee, im Winter hast du recht. Da ist ja nichts. Wir haben nur noch 180 und deswegen dachte ich, Naja, muss ja mach für das ruhig. wieder reichen. Haltet ihr denn davon, wenn man einfach allen, die Geld für ein Spiel ausgegeben haben, wenn es nur 2 Euro sind, in Deluxe-Matchmaking, was cheatfrei sein soll, gibt. Was Also, vorher Moment, eine du hast ein Handynummer. Free-to-Play-Spiel und du kaufst dir für 1 Euro ein Skin und dann hast du Nein, nein. Deluxe-Matchmaking oder was? Counter-Strike wurde jetzt vor kurzem, ich glaube im letzten Dezember oder so, auf Free-to-Play umgestellt. Vorher hat das ursprünglich mal 19 Euro gekostet. Jo. Nee, 19, nicht 15. Und das haben sie jetzt rausgenommen, aber alle, bevor, also wie lange das Geld gekostet hat, war Prime-Matchmaking, du musstest eine Handynummer hinterlegen. Sprich, wenn du gebannt wurdest, wurde auch die Handynummer geblacklistet. Und jetzt ist es so, jeder, der irgendwann mal einen Key dafür gekauft hat, und wenn das nur ein 1,50 € Russen-Key ist, kann automatisch Prime-Matchmaking bekommen. Bei der Free-to-Play-Umstellung. So ist es. Also es hat halt wirklich nicht viel gekostet. In Russland hast du halt wirklich die Keys hinterhergeworfen gekriegt für ein Apfel und ein Ei. Okay. Ja, keine Ahnung. Jetzt musst du, und wenn, um dir bei einem neuen Account Prime zu verdienen, musst du aber bloß ein bestimmtes Level erreichen. Also musst du bloß einen gewissen
Spielzeit investieren. Mir wär's, egal. Gibt's halt Russenbots, die das einfach hochleveln. Mir wär's egal, weil ich ja bald in der ESC-Liga bei Farming Simulator antrete. Und am besten noch. Du bist ein Troll! Bei Euro Truck Simulator. Ich weiß langsam, was seine Community meinte mit Inneneinrichtung. Hä? Es sieht wunderschön aus bei dir, Ben. Hey! Flamest du mich auch noch? Was soll denn das? Ich gehe gleich bei dir einrichten, wenn du so weiter rumflamest. Was? Was? Ich flame nicht und ich will nicht bei dir einziehen, Felix. Nee, aber ich gehe bei... Nee, bei mir einziehen. CSGO kostet seit längerem in jedem Sale auch nur noch 2 bis 3 Euro. CSGO kostet gar nichts mehr, das ist Free-to-Play inzwischen, wie gesagt. Aber ja, das kostet halt im Sale sogar noch in Deutschland nur 2 bis 3 Euro. Es kam. Schon ewige Zeiten, ja. Ey, wir haben hier unseren Weg nach unten zu scheiße verbaut für die Viecher. Das ist doch gleich vorbei. Eben im Winter. Kotzen ist das, Leute. Nächstes Mal müsst ihr das besser machen. Ja, im Winter können wir es ja umbauen. Ja. Hier ist. Im nächsten Frühjahr. Wir können im Winter mal vielleicht die Wege richtig anordnen, so, damit wir dann schon vorbereitet haben, wie das dann alles passt. Im Frühjahr mache ich es wieder. Was ich machst du nicht mehr machen? Ich würde im Winter die Wege neu anordnen. Das müsste eigentlich super sein. Im Winter würde ich es immer. Ich habe es die ganze letzte Zeit euch überlassen. Das war immer scheiße. Ja, stimmt gar nicht. Du hast genau einmal uns überlassen und das war angeblich scheiße. Dann mach es aber bitte im Winter. Haben wir schon Kirschen? Nicht, dass ich wüsste. Hier gibt's Kirschen habe ich. Warum brauchst du jetzt Kirschen? Weil du nicht wissen wolltest, ob wir es schon haben. Ob wir schon haben. Wirklich einiges. Ja, oh, ja, ja, wir haben einen Kirschenbaum. Ich weiß nicht, ob ich die letztens aufgehoben habe. Ich habe sie gerade geerntet. Okay, Heiratsringrezept. Ja, da brauchst du die prismatische Scheibe. Ich glaube, ich habe die sogar letztens einfach verkauft. Ich glaube, ich bin die Einzige, die war, bis sie einen Heiratsring hat, ey. Ich will es romantisch haben. Wenn Sebastian schon so ein Stoffel ist, einer von uns beiden muss es werden. Felix, mal eine blöde Frage. Kümmerst du dich eigentlich um das Gewächshaus, was da drin ist? Ne, da ich jetzt die letzten Tage eher rumgereist bin, nein. Okay. Was, der Zauberer mag auch die Solaressenz, ne? Ja, ja, außerdem haben wir so viel, Wir brauchen mehr Geld, ja? Geld. Muss ich gleich wieder an hier... Wie heißt der? Irgendwas Wolfgang Lippert oder so denken? Hier, Gold. Da warst du nämlich dabei, Felix, beim Stuttebecker Festspielen, das Lied. Das haben wir dann immer bei dem, wo wir hier in Rügen waren mit den Leuten, haben wir das immer wieder abgespielt. Ja, was auch immer. Ich hab Salt geguckt. Ja, die hast du dir Salt munden lassen, das war auch ein super Spruch. Ich hab mir Salt schmecken lassen, genau. Er hat dann wirklich den Film geweint und hat gesagt, ich hab mir Salt munden lassen. Ja, das war schön. Lumi, der hätte dabei sein müssen, da waren wir hier auf wo? Rügen oder Usedom? Rügen. Am besten Wolfgang Lippert, Gold, der Fluch des Mauren 2010, das war das. Am besten war ja, Benny, dass der Eigentümer von dem Ferienhaus, wo wir drin waren, gesagt hat, dass die Sauna nicht funktioniert. Nee, nicht der Eigentümer, der Hausmeister hat es gesagt. Der Hausmeister, und dann hat die aber doch funktioniert gehabt und wir haben die halt nie genutzt, weil wir dachten, so geht nicht. Ja, weil uns gesagt wurde, die ist halt kaputt und wir sollen sie nicht benutzen, war die genaue Bezeichnung. Und dann haben wir sie halt nicht genommen. Das war schon ziemlich... Lumi da hat den Erfolg populär erhalten. Was hast du denn gemacht? Ich hab den Willi einen Auftrag erfüllt. Ich hab gedacht, ich arbeite mal mein Hofbuch ab. Weiß jemand, wo ich... Nee. Bringe Willi ein... Ich hab ihm jetzt den Tintenfisch geschenkt, anstatt ihn zu geben. Deswegen hast du auch populär bekommen, weil du ihn beliebt bist bei ihm. Verarsch mich nicht! Ah. Wir haben keinen Tintenfisch mehr. Wo gibt's denn Tintenfisch und weißen Thun? Tintenfisch gab's. Oder, du brauchst weißen Thun, das hättest du mir mal eher sagen sollen, ich hab die immer verkauft. Ja, jetzt. Eben, Tintenfisch gab's jetzt unten beim Schweinezirkus. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Ich kann ja mal schnell hinsammeln. Hier ist doch noch ein Tintenfisch. Hier ist noch ein Tintenfisch. Mitternächtlicher Tintenfisch. Ach stimmt, wir haben zwei gehabt. Ja, nee, dann kauf, hol ich aber den. Aber der mitternächtliche Tintenfisch ist der, den es nur bei dieser Mitternachtsgedöns gab, ne, beim Angeln. Ach, dann ist es der falsche Tintenfisch. Bei der Meerjungfrau. Wo gibt's den normalen Tintenfisch und wo gibt's weißen Thun? Musst du mal nachgucken. Warte. Da fragst du mich zu viel. In. Sollte eh mangeln. Ich kann es wahrscheinlich selber gar nicht fangen. Zack.
Tintenfisch, eine Tiefseekreatur, die zu enormen Größen heranwachsen kann. Ozean, Tageszeit 18 bis 2 Uhr im Winter. Also, dauert noch. Und nee, was hast du noch? Weißen Thun? Weißen Thun, ja. Den gab es, glaube ich, jetzt im Herbst. Mit SZ geschrieben, oder? Nein, ja, weißer Thun, weiß, wird mit SZ geschrieben, ja. Ist kein weißer Thun. Hast du mich gestern gefragt, wie das Lied heißt? Ich habe ihn gefunden! Was? Den gibt's gerade im Ozean. Ich habe gerade weißen Thun geangelt. Echt jetzt? Ja! Ich sag doch, den gibt's gerade. Für wen ist denn der? Moment mal, der ist. Du hast einen Account, der ausschließlich mit höher als DMG oder unter DMG gematcht wird? Ja, das was ist. Moment, wieso hast du Dota 2 deinstalliert? Weil es um kacke ist. Neu zu installieren. Es war. Warte mal. Ich glaube, es war DubFX. Oh, ich habe eine Sequenz. Moment. Mauni, das können wir nicht machen. Wenn jemand davon Wind bekommt, könnte das meine Autorität in dieser Stadt untergraben. Das verstehst du doch, oder? Du bist zu sehr um deinen Job besorgt, Luis. Es gibt auch andere Dinge im Leben. Aber ja, ich verstehe. Ich denke, wir müssen dann wohl uns geheim halten. Ben, du hast alles gehört, oder? Ja, aber ich behalte es für mich. Danke dir, Ben. Ich werde das nicht vergessen. Warum hast du dich überhaupt dort versteckt? Das müssen die uns nicht ausmachen. Da halte ich mich raus. Über DMG. Dann hast du aber das Zeichen. Ach nee, hast du nicht. Naja. Ja, DMG ist kleiner, okay. Weil ich meinen Schwertkampf trainiert habe. So, ich hätte jetzt gerade eine Sequenz mit Marnie und dem Bürgermeister. Ich habe jetzt eine Sequenz mit Abigail. Hey, was denkst du? Ich sei zu schwach für ein Schwert? Habe ich nie gesagt, ich bin selber eine Frau, Schwerter sind cool. Ja, auf meine Freundin anzugraben, was soll denn das? Ich habe das etwas zu persönlich genommen. Nicht knutschen? Weißt du, ich wollte die Berghöhlen erkunden, aber es ist natürlich zu gefährlich, unbewaffnet aufzubrechen. Du hast schon mal ein Schwert geschwungen, oder? Ja, ist aufregend, aber nur zur Selbstverteidigung. Ja, aber es ist gefährlich, sollst du in Sicherheit bleiben? Nein. Ja, aber nur zur Selbstverteidigung. Sicher. Ich will ja auch nichts töten. Ich will einfach nur ein wenig erkunden, ohne mein Leben aufs Spiel zu setzen. Ich habe mein ganzes Leben im Tal verbracht, aber nie irgendwas Bemerkenswertes gemacht, an das man sich erinnern würde. Ich will auf ein Abenteuer gehen. Na, komm mal mit in die Mine. Der Ben ist dafür zu langweilig. Komm mit mir. Stimmt, ich hab wieder vergessen. Ach, erinnere mich doch mal dran. Ach Mann. Vater! Cool, ich könnte die nächste Verbesserung holen beim Haus. Wieso? Was kostet die? 100.000. Ich habe überall nach dir gesucht. Deine Mutter will, dass du nach Hause kommst und mit dem Abendessen hilfst. Es wird spät. Eben. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Ich sollte also daheim am Kochen sein, weil ich ein Mädchen bin, oder was? Ach, sie gleich. Du steckst echt in der Vergangenheit fest, Vater. Lass uns hier verschwinden, Lumida. Aber die Sequenz hatte ich mit ihr, glaube ich, nicht. Tatsächlich. Was nun? Kommst du mit oder nicht? Bin ich der Meinung. Jetzt verschwinden wir. Romantisch. Komm zurück! Romantisch. Doch, ich hatte die. Dann ist komm zurück, erinnere ich mich. Oh, hier wird mein Vater uns nicht finden. Kannst du glauben, dass meine Eltern je jung waren? Sie verstehen meine Sichtweise überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen, in der man auf andere Dinge Wert legt. Aber hin und wieder regt es mich trotzdem auf, okay? Weintraubengelee. Danke, dass du mir zugehört hast, Lumida. Könntest du mir jetzt helfen, meine Haare aus diesem Busch hier zu befreien? Ja, ich erinnere mich, ihr wart im Busch. Mhm. Ja, es klingt ein bisschen versaut. Wir waren zusammen im Busch. Oh, scheiße. Ich komme nie im Leben pünktlich. Das ist mies. Das ist ganz schön schade, Lumi. Das ist eine Krankheit, ne, wenn man zu spät kommt. Psst. Ich muss mich konzentrieren. Ich hab gerade Wiki gelesen. Hör mal auf zu spoilern. Vielleicht schaffe ich es noch auf den Hof. Falsch abgebogen. Okay. Nee, schaffst du nicht. Und das sind die, bloß weil dich Io in der Mitte rasiert hat, muss man nicht Dota installieren.
Hattest du einfach einen schlechten Tag und IO doch, ist gar nicht so schlecht. Genau deswegen muss man Dota installieren. Ja, installieren. Oh, lass mich doch, ey. Man kann auch viel niedrigeren Gründen, wie zum Beispiel, mir gefällt die Grafik nicht, Dota deinstallieren. Ja, das ist deine niederen Bewegungen. Du meinst mit deinem Chatbot. Du musst sowohl den Streamer-Key neu machen, als auch den Bot-Key, ne? Muss ich zumindest. Oh nein, ernsthaft? Doch, du musst dich bei beiden neu einloggen. Ich habe doch keine Ahnung, wie meine Zugangsdaten von dem Bot waren. Ey, du musst doch dich bloß bei beiden einloggen. Ja, aber du generate Token und dann muss ich mich autorisieren und Username und autorisieren Passwort. Machst du mit dem Twitch-Login. Ja, und das weiß ich ja nicht mehr. Das ist nicht der Bot-Twitch-Login, sondern das ist dein eigener Login. Ja, mit dem ist ja kein Problem, da ich jetzt eine neue Token kreiert, aber ich habe ja zusätzlich noch einen Twitch-Bot. Also ich habe mich bei beiden mit den gleichen Daten eingeloggt. Ich nicht. Na gut, ich gehe mit meiner Frau reden. Hey, ich habe nur gerade überlegt, was ich heute tun soll. Ich bin nicht gewöhnt, um Freizeit zu haben. Ich spiele auch Apex. Ist ein gutes Spiel. Abby, probier's mal. Aber stimmt, Apex ist tatsächlich ein Spiel, was du zwangsweise im Dreierteam spielst und dadurch ist es mit Randoms ein bisschen doof. Vor allem, da ich heute ein paar Streams ein bisschen nebenbei Arbeit reingelockt habe. Und viele random, also du hast ja die Mechanik, dass du Leute, die tot sind, wirklich wiederbeleben kannst in dem Spiel. Auch die komplett gefinisht wurden, im Gegensatz zu PUBG zum Beispiel. Oh, und du hast. Und die Leute verstehen das irgendwie nicht. Die gehen immer direkt raus, sobald die sterben, dass du die noch zurückholen kannst. Also komplett aus dem Match gehen die. Sehr geschätzte Kunden, danke, dass Sie Piers besucht haben. In diesem Brief befinden sich Ihre Rückzahlung für unser Geld-Zurück-Belohnungsprogramm. 310 Gold. Nice. Jax OTP. Hey. Jax. Was ist denn hier, hey? Ich. Die Krise, jetzt muss ich hier Ampeln suchen. Ampeln suchen? Ja, um mich zu autofizieren. um mich zu autofizieren? Hab ich denn hier eigentlich noch alles mit dem Inventar? Erkältet zu sein. Basics, was? So. Wird wohl den Dota Auto-Chess Hype ablösen, es gibt immer irgendeinen Hype, das stimmt. Sind bei Apex nur Dreier-Teams. Was wird Dota Auto-Chess ablösen? Moment, Pummel-Party? Was soll denn das sein? Das ist Mario Party für Steam. Das ist aber. Es gab dieses Jahr Sea of Thieves, Widget, Hummel Party, Uno, Auto Chess, Fortnite, Darwin Project, Ring of Elysium. Das ist nur letztes und dieses Jahr. Was mit? Geht halb ein, zwei Wochen. Mit den Hype Games oder was? Ja. Das ist tatsächlich, liegt ein bisschen daran, dass sich halt viele Leute viel begeistern durch Twitch und sowas. Bin ich der Meinung. Wie viele von diesen blöden Bildern mit Crosswalks und was weiß ich, was muss ich denn noch ankreuzen? Tatsächlich, du machst es falsch, wenn du mehrere machen musst. Wenn das wiederkommt, hast du es nicht richtig gemacht. Und falls ihr Lumi beim Verzweifeln sehen wollt, hier, da ist der Multilink. Aber wenn auch ein Felix, der jetzt nicht dabei ist. Ich hab die Cam aus. Wir dachten, wir sehen Schweißperlen jetzt bei dir. Sieht man sowieso, weil ich erkältet bin, deswegen habe ich gedacht, ich mache das Ding heute nicht an. Ihr müsstet Hardcore 6 in die Alex rauslöschen, weil der streamt ja gerade nicht. Das ist unser dritter Mitspieler, der heute keine Lust hat zum Streamen. Yep. Einfach keinen Bock. Schreibt ihn einfach auf meinem Discord direkt persönlich an, was das soll, was das nicht sein kann. Wenn man Streamer ist, hat man eine Verpflichtung und dann wird es schon irgendwann klappen. Ich habe tatsächlich Auto-Chess gespielt. Es tut mir wirklich leid. Heute? Wo du krank warst? Sehr, sehr viel. Also es war gerade das Thema, ob Erbsenzähler meint, ob sie die Einzige ist, die kein Auto-Chess spielt. Ja, ist sie, glaube ich. Weil selbst ich habe Auto-Chess relativ viel gespielt. Selbst ich habe das gespielt. Bitte jemand irgendwie versuchen, das Partyhorn zu aktivieren. Hä? Ich kann nicht in meinem Chat... Achso, und falls ihr komische Sounds mehr machen wollt, das gibt's bei mir auch. Mhm. Es sind sogar wieder zwei neue drin. Nämlich Door zum Beispiel. Ich verwende es, um Werbung zu machen, ja. Richtig schön laut, wenn ich das nicht erwarte, kann man mich da wahrscheinlich schön erschrecken. Ist tatsächlich absichtlich so laut in dem Fall. Okay, es gibt keine Sounds heute, weil ich erst noch meinen Bot wieder aktivieren muss. So eine Scheiße. Könnte nur bei mir Sounds machen. Haha. Dann geht heute mal alle zu rennen. Tatsächlich hatte ich, glaube ich, schon unglaublich viele von deinen Zuschauern letzte Woche bei mir mit.
Über, weiß nicht, ob das über den Multilink war. Ich mache ja auch immer Werbung für dich. Yay! Werbung! Kostenlose Werbung. Ich sage dazu, dass du ein ekliger LOL-Spieler bist und dass die 90% der Zeit besser nicht auf deinen Kanal klicken. Stimmt gar nicht. Heute ist Stardew Valley, gestern war Apex. Also in den letzten Tagen ist es nicht viel mit LOL. Letztes Mal LOL habe ich gestreamt, ich glaube am Sonntag. Oh, bald ist Winter, da können wir. Nee, stimmt nicht, Dienstag. Dienstag und Sonntag war beides gut. Kannst auch jetzt in die Mine, wir müssen jetzt eh nichts Neues pflanzen, wir müssen nur ernten. Ich bin gerade in der Mine. Ich wollte ja eigentlich mit euch zusammen gehen. Ja, wir wollten in die komische Schädelmine, ne? Schädelhöllmine. Genau. Genau. Richtig. Aber irgendwann muss ich immer noch um das Gewächshaus dann kümmern. Ah. Also, was habe ich letztes Jahr gespielt? Ich habe letztes Jahr Dota 2 gespielt, Skyrim habe ich gespielt, Stardew habe ich gespielt. Machen wir gerade Best of Year oder was? Oder? Nee, wir machen einfach, was wir gespielt haben. Far Cry 5 war letztes Jahr und auch Evoland, was ich ja nie zu Ende gemacht habe. Stimmt. Sollst dich schämen dafür. Mach ich noch. Machst du das noch, dich zu schämen? Oder? Nein, die Dinger zu Ende. Ich kaufe ja schon seit locker 2 Monaten, immer wenn ich Geld habe, das falsche Kabel, um an meinem Fernseher streamen zu können. So, jetzt stimmt der Multi. Ich habe letztes Mal 2-mal die falsche Arznei für mich geholt. Ja, wie geht denn das? Das ist schlechter als das falsche Kabel. Es gibt Symbioflow 1 und Symbioflow 2 und ich habe immer Symbioflow 1 geholt statt Symbioflow 2. Aber du kriegst doch ein Rezept normalerweise. Ja, aber das ist rezeptfrei. Also gut. Rezeptfrei ohne Rezept. Muss man halt lesen können, ne? Ja, drauf achten. Ich bin immer total siegesicher in die Apotheke rein, hab gesagt Symbioflora 1 bitte einmal und dann komme ich da immer an, lese mir das mal durch und scheiße. Und ist das nur einfach die Dosierung, die dann anders ist, oder ist wirklich ein anderer Wirkstoff drin? Anderer Wirkstoff. Das eine ist gegen Bronchitis und Nebenhöhlenentzündung und das andere ist wirklich für den Magen. Das ist geil. Es ist leicht traurig, würde ich mal sagen. Das Bitte ist das. Von Amaranth braucht mir keine Goldsachen mehr, oder? Was? Wir brauchen generell keine Goldsachen mehr, oder? Nein. Okay. Verstehe, hast du diese roten Schleime, ey. Irgendwie würde ich gerne anmelden, dass ich nächstes Jahr gerne ein bisschen farmen würde und weniger Tiere machen. Schweinerei, du hast dich zu den Tieren bekannt, jetzt mach die Tiere für immer und ewig. Das stimmt überhaupt nicht, ich hab mir irgendwie die Tiere zugeschustert, aber die machen mir doch nie Spaß. Mir auch nie. Niemand machen diese scheiß Tiere Spaß, wo man die nicht einfach verkaufen. Stimmt gar nicht, meine Tiere. Also eigentlich brauchen wir sie jetzt überhaupt nicht mehr, ne? Ich mach die Tiere, ihr habt dann euren Willen. Ihr kleinen Kinderchen. Du kannst sie ja auch verkaufen, kein Mensch braucht die Viecher, wenn du sie auch nicht machen willst. Ist doch, die sind voll toll, die lieben mich, wenn ich die knuddel, ja. Okay, da knuddelst du halt. Ich weiß gar nicht, ob man Geld bekommt, wenn man die Gebäude abreißt. Müsste ja eigentlich. Nee, das kostet Geld, abreißen. In welcher Welt kriegst du Geld, wenn du was abreißt? In Videospielen meistens, tatsächlich. Das ist ein bisschen unrealistisch. Hausflippers. Ja. Da kostet es auch erstmal Geld oder Zeit zumindest, das alles abzureißen. Oh, ich hasse die Kampftechnik, ey. Oh. Kampftechnik? Ja, ja, 6 Stunden täglich, um sich mit diesen scheiß Tieren zu beschäftigen. Ey, ich bin schon hier 12 Stunden am Rummachen für... Rummachen. Macht doch mal irgendwie mehr Spaß, Farmen ist irgendwie cool. Dann mach doch, übernimmst doch direkt, kannst du jetzt schon machen. Kannst du morgen noch den Rest ernten. Jetzt hast du ja so deinen Flow. Ich hab überhaupt keinen Flow. Du bist ein Flow. Nee, Mumpenflow ist nicht da. Deine Mutter hat Flow. Hat meine Mama jetzt damit zu tun? Das ist meine aus dem Spiel, das ist deine aus dem Keller, ja? Ey, das ist mein Spruch. 2013 hat angerufen, es will sein Spruch zurück. 2013, das ist eher 2005. Ah, halt noch weiter hin. Batsch. Erst mal Tomatensaft ernten, das ist Kira, wichtig. Das sind mein Trockenfleisch. Ich hab hier Tomatensaft gemacht. Das ist ja auch Quatsch. Warum ist das hier drin? Das hat hier nichts zu suchen, ey. Einmal mit Profis arbeiten, das gehört hier rein. Jetzt musst du dich bei Mama... Warum steht hier eigentlich bei der Mine ein Pferd? Weil ich bis dahin geritten bin, ich war aus dem Steinbruch, dann bin ich rübergeritten und dann, ja. Warum bist du nicht mit der Dings gefahren?
Weil ich erst, ach keine Ahnung, ich bin heute ein bisschen daneben. Ein bisschen neben der Spur. Bist du auch krank? Ich bin auch krank, ja. Ich hab ganz arg Männergrippe. Ich hab du bist bloß, eine Frau, du kannst keine Männergrippe kriegen. Ich leide aber bei Erkältungen immer viel stärker als jeder Mann, den ich kenne. Ich hab bloß kennst du wohl keine Männer? Du hast Magen-Darm. Gut, dass es über Teamspeak nicht übertragbar ist. Heieiei. Ja. Gut, dass heute alle Krankheiten kriegen will. Halsschmerzen, Magen-Darm. Ich sag mal so, ich finde das nicht so schlimm. Da kann ich krankgeschrieben zu Hause bleiben. Kann ich mal Apex spielen. Oh, das spricht aber dafür, dass du einen echt beschissenen Job hast. Und dich darüber freust, mit Grippe daheim zu sein. Ich freue mich natürlich generell, wenn ich mit gutem Gewissen zu Hause bleiben kann. Okay. Das ist natürlich schon immer so. Oh, jetzt bin ich irgendwie falsch gelaufen. Ich hätte hätte gestern lieber gearbeitet, aber ich krieg halt auch kein Geld, wenn ich nicht arbeiten gehe, ne? Ja, wenn ich krankgeschrieben bin, krieg ich ja halt trotzdem Geld. Das ist halt als Selbstständiger nicht so. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Hast du das Pferd mitgenommen, Lumi, oder? Was habe ich mitgenommen? Das Pferd. Nee, ich hab's nur gesehen. Das auch nicht. Ich den Gaul mitnehmen. Ich hab jetzt hier in dem Dungeon 4 Leitern habe ich jetzt mittlerweile. Brauche ich so viel? Weiß ich nie. Liegen alle unter Stein. Ich fühle mich gerade wie hier Pokémon in der Höhle da. Oh, wir könnten mal Pokémon zusammen spielen. Es gibt ein Pokémon MMO, tatsächlich, was ich sogar mal gespielt habe. Okay. Aber das ist kein offizielles MMO. Das, wie hieß denn das? Pokémon Revolution Online habe ich mal gespielt. Das ist relativ nah tatsächlich am Original-Pokémon dran. Definiere Original-Pokémon. Na, am ersten. Du spielst tatsächlich die blaue Edition am Anfang nach. Ich bin nicht mal komplett durch die durchgekommen, tatsächlich. Wie, du bist nicht komplett durch die durchgekommen? Ach, in dem MMO. Ich habe halt nicht so lange gespielt. Geisternacht hat begonnen. Stadtplatz. Ein Hotdog ist für mich kein Sandwich. Nee, warum soll ein Hotdog für mich ein Sandwich sein? Was ist das für eine Frage? Moment, die Schweine fand ich ganz gut. Was für Schweine? Stardew Valley Schweine? Toll, ich hab ne Sequenz mit dem Obdachlos. Seid bei den Tieren. Ich bin da am Stadtplatz. Jetzt macht der mit mir einen Grillabend. Muss das Grillparty sein? Grillparty! Schmelf ist denn für... So ein Pferd stehen. Ich frag mal einfach die Runde, ist für euch denn ein Hotdog ein Sandwich? Oh, ernsthaft? Hotdog ist doch kein Sandwich. Er wurde mir gerade gefragt, ob ein Hotdog meiner Meinung nach ein Sandwich ist. Warum soll ein Hotdog ein Sandwich sein? Ein Hotdog ist halt doch eine ganz andere Form. Ja, vor allen Dingen hat es anderes Brot. Davon mal ganz abgesehen, ne? Es kann jetzt echt sein, dass wir diese Nacht verpassen, ne? Weil ich diese scheiß Zwischenlizenz habe. Du überspringst halt. Sieht ja eh keiner. Ist ein Burger ein Sandwich? Das ist immer noch anderes Brot, meiner Meinung nach. Das hängt für mich nicht viel, viel vom Brot ab. Toastbrot. Ja. Und vom Belag. Und du machst kein Hackfleisch-Patty auf ein Sandwich. Wäre auch mal eine Idee. Aber du, also normalerweise belegst du ein Sandwich halt dünner als ein Burger. Ein Burger ist halt übel hoch. Und ein Sandwich ist halt dieses klassische Weißtoastbrot. Genau, Weißtoastbrot. Oder du machst es halt mit Vollkorn-Toastbrot. Ja, haben wir geschafft. Halt Toastbrot sein. Vor allem, das klang gerade total eklig, weißt du, ich bin in das Zelt mit dem Obdachlosen rein und da kam im Hintergrund so... Hier so Geräusche, wie als würdest du ihn runterholen. Ich bin gerade verwirrt, ich bin normal in der Stadt drin. Ich auch. Das heißt, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es verpasst, weil 0 Uhr zu Ende war. Es ging von 22 bis 0 Uhr. Richtig geil, ey. Nein. Jupp. Ich liebe es. 22 bis 0 Uhr. Und wir haben einfach so lange gewartet, bis die Zeit vorbei war. Ach, ja, Felix, alles wegen dir. Sequenz gehabt. Du bist unfähig. Ja. Heute ist echt nicht mein Tag. Ich gehe jetzt ins Bett und lasse den ganzen Stream da liegen. Na dann hat man bei dir ja viel zu sehen heute. Hast du die Facecam eigentlich meine immer noch aus? Schöne Wohnung, ja. Ich habe mich so schön eingerichtet. Das ist echt schnucklig bei mir. Hallo, meine ist ja wohl die schönste Wohnung von allen. Nein, definitiv nicht. Natürlich. Jetzt wehe jetzt hier. Okay, wir machen morgen eine Abstimmung. Deine Zuschauer und meine Zuschauer. Toll, du hast viel mehr Zuschauer, das ist unfair. Ne, die stimmen ja nicht automatisch zu mir. Natürlich. Einfach schon, weil du Dota spielst. Nein, Xan zum Beispiel ist super neutral. Als ob, da ist niemand neutral bei dir. Er disst mich immer. Er disst mich öfter, als dass er zu mir hält. Ja, Zuschauer von mir. Ja, Xan. Ich hasse Menschen, sagen, aber wenn er deine Wohnung schöner findet. Okay, wir machen jetzt Contest. Die Leute da sind. Ich sehe ja nicht, ob ich Zuschauer habe.